Ah, nun denn. Dann gebührt euch der letzte Wunsch. Ein Wunsch. Ich dachte, Djinn müssten jedem ihrer Meister drei Wünsche erfüllen. Kalam muss die anderen beiden Wünsche also für sich selbst gebraucht haben. Was hat er sich gewünscht? Dann lasst uns anfangen. Fragen wir ihn erstmal, was er sich gewünscht hat. Das magische Wort, das mich aus der Lampe ruft, wirkt nur dreimal. Danach bin ich wieder in der Lampe gefangen und kehre zu diesem teuflischen Rashkash zurück, mit einem eurer Worte seiner Wahl. Mit einem neuen Wort seiner Wahl. Ach so. Kala braucht in der Tat zwei Wünsche ab, obwohl sie ihm nicht gut bekommen sind. Schade, für einen Materia war er ganz interessant. Die Gesellschaft hielt es nicht gut mit ihm, was ihm ins Unglück und schließlich in den Tod führte. Aber ich schweife ab. Ihr wollt wissen, was er sich wünschte? Sein erster Wunsch war es, dass die anderen ihn respektierten. Deshalb gab ich ihm einen Ring, von dem ich annehme, dass ihr ihn euch angeeignet habt. Kann sein. Damit besaß er die Macht, andere zu beeinflussen. Aber er wusste nicht, wie er sie anwenden sollte. Die Leute zollten ihm mehr Beachtung. Aber desto lauter lachten sie, wenn ihm seine Zaubertricks misslungen. Achso, das ist der Ring, der unser Charisma auf 18 setzt. Aha. Daher sein zweiter Wunsch, geäußert im Zorn. Er wollte Macht über die Magie, wie ein mächtiger Ogermagus. Also gab ich ihm die Macht und den dazugehörigen Körper. Doch das half ihm auch nicht. Wie ihr gesehen habt, um ehrlich zu sein, habt ich das erwartet. Seit ich euch im Zelt das erste Rätsel gestellt habe. Das Sterbliche bedeutet nun, dass der letzte Wunsch für euch ist. Also, was wird euer Wunsch sein? Ja. Es ist, ja, gucken wir mal, was wir wünschen können, aber es ist, glaube ich, nicht ratsam, dass wir einen bestimmten Wunsch äußern. Kala hat für seine Missetaten nicht den Tod verdient. Bringt ihn ins Leben zurück, damit er aus dem Fehler lernt. Aus seinen Fehlern lernt. Ihr sagt, ihr müsstet weiter diesem Rascha dienen. Dann wünsche ich euch die Freiheit. Ich wünsche, dass ihr Kalas Seele einsperrt. Für immer. Ich wünsche, dass er Imoen, meine Freundin aus Kindertagen, hier an meiner Seite ist. Ich wünsche, dass der Magier schon Irenikus tot ist. Jafir mag mir entkommen sein, aber ich würde ihn trotzdem gern tot sehen. Mein letzter Wunsch ist, dass ihr ihn sein Leben auf eine qualvolle Art beendet. Ich wünsche, dass ich selbst der neue Besitzer der Lampe werde, so dass ich das neue Befehlswort bestimmen und mir mehr Wünsche wünschen kann. Ich werde meinen Wunsch für mich selbst äußern. Gier und Missgunst wird vermutlich nicht so gut für uns enden. Ich wünsche dem Genie die Freiheit. Mal gucken, ob das geht. Ihr würdet das für mich tun? Ich danke euch, Sterblicher. Endlich kann ich nach Hause zurückkehren. Ich bin nicht beunruhigt. Ich bin sicher, dass diese Rückschläge vorübergehender Natur sind. Ach, du magst nicht unsere guten Taten, oder was? Du bist doch neutral. Aber wir sind heldenhaft 20. Darum. Ihr braucht meinen Rat, ja, nicht wahr? Nicht weiter schlimm. Ich glaube, keiner von uns ist sonst neutral. Wir sind neutral gut, er ist chaotisch gut, sie ist rechtschaffend gut, er ist auch rechtschaffend gut. Sagt mir, was ich war. Für die Gruppe ist das besser. Oder liegt Zeug. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen. Ich bin bereit, loszuschlagen. Was soll das denn? Warum haben wir nichts mehr an? Toll, dann muss ich das jetzt eben alles wieder anlegen. Das ist, glaube ich, der Ionenstein, genau. Das jetzt sollte, dass wir nichts mehr anhaben. Haben wir irgendwas verloren? Schutzmagie 19, 12, 19, 20, 19. Das ist richtig so. Setzt der Ring das Charisma auf 19? Ich dachte, der setzt das nur auf 8. Oder wir haben noch irgendwas anderes, was Charisma hochmacht. Auf jeden Fall wird unser ganzes Inventar anscheinend aus irgendeinem Grund geleert. So, dahin. Genau, was war das denn noch? Avalons Ring. Ah ja, stimmt, den wollte ich ja hier eigentlich an den Finger setzen, weil der Priesterzauber erhöht, um es mal erwähnt zu haben. Den habe ich nämlich extra gekauft. Hier ist noch so eine Seite, die Axt, genau, und hier ist noch unser anderes Katana.
Was ist das? Schwarze Spinnenstatue. Diese Statue, die ihr da in eurer Hand haltet, stellt eine schwarze Spinne dar. Wenn man das Befehlswort ausspricht, verwandelt sich die Statue zu einem halbintelligenten Spinne, die auf den Namen Kritix hört. Die Spinne gehorcht den Befehlern ihres Herrn, bis 5 Minuten verstrichen sind oder bis sie getötet wird. Dann verwandelt sie sich zurück in eine Statue. Es dauert einen Tag, bis die Statue wieder einsatzbereit ist. Kritix kann eine Minute. Kritix kann ein Phasentor einsetzen und den Gegner in ein Netz verstricken. Dem Ziel eines derartigen Netzangriffs steht ein Rettungswurf gegen Zauber zu. Ja, das einnetzen können wir selber. Mit Magie. Also haben wir Sag mir, was du nicht warte. Gut, wir haben ja anscheinend dann unsere ganze Ausrüstung wieder. Liegt auch nichts mehr, nein, hier liegt nur noch der Kram. So, wir haben den Genie freigewünscht, was wohl die beste Lösung war. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir jetzt auch noch Stärke oder sowas wünschen können, aber das muss ja eh nicht sein. Wir haben 19 Stärke, das reicht, obwohl 20 schöner wären. Ja, wir kommen eh noch auf 23 Stärke irgendwann durch Items, schätze ich mal. Kaigan, Kaufmann, Bürger, wen haben wir hier noch? Ein Ausrufer und du bist ein roter Bürger, eine große Bürgerin? Ich hoffe, das bringt was. Ah ja, doch, du hast lange Haare. Hier haben wir noch einen Soldaten. Dann reden wir einfach mal hier mit Kagian. Seid gegrüßt. Ich bin Kegane. Was kann ich für euch tun? Warum zur Hölle stört ihr mich? Wenn das nicht Kegane ist, der rasende Kampfzwerg, den ich vor einiger Zeit an der Schwertküste getroffen habe. Gut, wenn ihr derjenige seid, den ich meine, dann seid ihr immer noch ein grantiger alter Idiot. Du bist der rasende Zwerg von der Schwertküste, stimmt's? Obwohl ich mich gerade nicht an dich erinnere. Schön, schön. Gut, euch wiederzusehen. Einmal zu sehen. Das Letzte, was ich von euch gehört habe, war von eurem Verschwinden. Es ist gut zu sehen, dass ihr in Ordnung seid. Warum habt ihr den Norden verlassen, wo man euch verehrt hat? Ich bin nicht davongelaufen, sondern wurde entführt. Und wachte in Afkatla wieder auf. Was für eine Art Böses würde euch wohl einsperren und dann wieder laufen lassen wollen? Ich weiß es nicht. Aber wenn man sich seine Gewölbe angeschaut hat, weiß man, dass er böse war. Aber davon kann ich euch ja immer noch erzählen. Was bringt euch nach Afkatla? Ich wollte wieder Karawanen eskortieren, aber die Schwertküste im Norden wurde ziemlich frei von Banditen, nachdem ihr Sarebok beseitigt hattet. Der Süden schien ein wenig mehr von Orks und Trollen bevölkert zu sein. Daher ist die Bezahlung auch besser. Es war zwar nicht überwältigend, aber ich komme durch. Das klingt so, als sucht ihr nach einer wahren Herausforderung. Imuen wird noch immer von diesem Verrückten festgehalten und ich will sie zurückbekommen. Was würdet ihr dazu sagen, wenn ihr eure nebensächlichen Belange sausen lasst und euch stattdessen mir anschließt? Gut, ich hoffe, dass es euch nützen wird, Freund, lebt wohl. Diese Unterhaltung war dann wohl eine Zeitverschwendung, liegt Wurzberg. Ja, willst du uns helfen? Wir schmeißen dich dann zwar eh für Jahira wieder raus, aber willst du uns helfen? Dafür mögen euch die Götter segnen. Ich habe schon vor langer Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, diese schnöde Arbeit an den Nagel zu hängen. Beeilen wir uns, zerlegen wir ein paar Bestien, die unseren Weg kreuzen. Was bist du denn? Wir kriegen Erfahrung für das Gespräch. Du schließt dich uns an. Sag mir, was zu tun. Ich kümmere mich drum. Dann halt nicht. Komisch, komisch. Dann nicht. Dann back da mal weiter rum. Du guckst uns zwar komisch an. Wir können ja noch mal ganz nah nicht ranlaufen, vielleicht bringt das ja was. Immerhin sage ich schon. Eri steht im Weg. Na, nichts? Gut, dann nichts. Ja, wenn es denn sein muss. Ja. Was tun wir jetzt? Mir, was zu tun. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ich würde sagen, ich beende die Aufnahme und lest mir noch mal zusammen, wo wir für die Schauspieler das Juwel finden sollten. Oder was das war, damit die ihr Portal aufmachen können. Ja. Wo gehen wir dann hin? Ins Brückenviertel. Genau, wir gehen ins Brückenviertel. So. Bauer. Ja, hier machen wir Schluss, würde ich sagen. Dann speichere ich nochmal. Hier haben wir den guten Minsk und den guten Bo und der quiekt und
Ja, ich informiere mich dann mal, was wir, wo wir dann das Juwel finden oder was uns zumindest gesagt wurde, wo wir danach suchen sollen. Und ja, dazu lese ich dann nochmal ein paar Texte und rede nochmal mit den Leuten vermutlich. Und ich ordne Inventare. Wird mal wieder Zeit. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.